Ja, mit Glenn, frohe Nacht, Kiesel, grabt schon wieder nach irgendwelchen Leichen, ne, Kiesel? Und wir gucken uns, hey Hühnchen, noch weiter bei der Festung Dämmerlicht. Schlüssel erforderlich. Sie ist diejenige, Herr Wunder hat mir gesagt, wo er sich da hingehen könnt ihr euch das soll betreten. Tun, tun, dann tun, 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 tun. Wir das auch mal, 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 mal. Nur Feuerflamme mal danach. Mit den schwarzen Haaren. Die sind ausgegangen. Sie wurden gelöscht, die Haare. Gelöscht! Eine grausame Welt, sag ich euch, Leute. Eine grausame Welt. Grausame Welt. Aura Flüstern habe ich noch drin. Schuppenschwamm. Warum liegen diese Pilze ständig in Eimer? Benutzt man sie wirklich als Schwämme oder was ist los, irgendwas aufzuwischen? Was? So, was ist hier denn los? Ist einiges los. Sehe ich das schon wieder? Achtbeinige Das war nicht Zoom, das war zuschlagen. Ja, das steht ja noch Spinnilein aus. Überall sind Spinnen. Ach, jetzt wünsche ich mir wahnsinnig. 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 Ob ich jetzt nicht in die Bärenfalle reinlaufe? Sollen die überhaupt Bärenfallen auf? Wetsch, oder muss der Köder auf die Falle rauf? Leute, so geht das doch nicht. Wo ist der Käse hin? Hinter mir. Hm? Was gibt es? Ein Eismagier-Lehrling gibt es. Also, was es noch gibt. Headshot! Der Fall ist im Kopf geflogen. Ich habe zwar nicht auf den Kopf gezielt, aber durch den Bogen ist er hingeflogen. Ich sehe dich! Na, haben sie runtergerollt, die Treppe? Ja! Rolling, rolling, rolling. Ins Wasser. Ich möchte aber nicht mit dir kuscheln, ne? Mein ja nur. Pfeifst du mir nicht zurück? Nein. Meine Weile. Was ist deine Lebensgeschichte? Wieso gibt es hier drin eigentlich Strömung? Ja, so brutal war das jetzt noch wieder nicht. Runter! Ich möchte nicht runter. Dann bleibt er halt sitzen. Ziegenbein. Mischtaktiken. Ein Sack. Mit Salz und Tomaten. Eine Ziegenbeinsuppe mit Tomaten. Das hört sich doch lecker an. Ein bisschen Apfel, um den Geschmack aufzumunden. Da kommt wieder der Feinschmecker raus im Chicken. Yummy, 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 yummy. Zufallsfehler. Alle machen ihr Fehler in diesem Spiel. Erst Talos, jetzt Zufall. Jetzt ist es die Wolfskönigin. Ja. Sie hat den Fehler gemacht. Der Fehler, sich mit mir anzulegen. Ja, ich denke, da werden nachher Leute für eine Sekunde hat es eher so ausgesehen, als wollte mich heute nicht drauftreten, aber dann hat sie es doch anders entschieden. Ach, ey, ich kann mich wirklich immer auf die Begleiter verlassen, dass sie die Druckplatten auslösen.
Zwergenschild. Wir haben hier ein Data Shield anwesend im Inventar von Yol. Sie benutzt es aber nicht! Weil sie eine zweihändige. Hier für dich. Er wollte zu dir, es tut mir leid. Es tut mir ja leid. Nicht. Was ist das eigentlich für ein Zauber? Ach, du bist der Strahl. Dass das niemand gehört hat, das wundert mich. Was war das? Beschwörermeister, du hast hier so ein paar Kreaturen drin und du ziehst mir recht viel Leben ab. Das gefällt mir nicht. Ich mache nicht mal so viel Schaden mit meinen Zaubern. Was soll denn das? Nörgel, Nörgel, schick mich wieder am Rum. Nörgel, Nörgel. Ich weiß, aber diese Gleichberechtigung ätzt. Blutiger Vampir. Ich kann nicht mehr Taschendiebstahl machen. Was soll denn das? Hätte ich den einen Perk, womit man Kleidungsstücke den Leuten ausziehen kann? Wie auch immer, die Leute nicht merken, wenn man ihre Kleidungsstücke stiehlt, die sie anhaben, besonders diese schwere Rüstung von den ganzen Wachen, wenn man die stiehlt. Ich meine, ist ja nicht so, als wiegen die Dinger und wenn die plötzlich einem ausgezogen werden, dass man sich dann leichter fühlen würde. Nö, nö. Merken sie einfach nicht. Ist auch nichts dabei. Stirb. Stopp! In die Nase! Ja, lecker! So zwischen Nase und Nase und Nase. Wieso sitzt du da eigentlich auf dem Fass? Das ist böse! Und wieso sind die ganzen Vampire hier weiblich gewesen? Was ist denn mit den männlichen Vampiren? Gleichberechtigung. Bestimmt war das wieder irgendwelche Leute mit Fetischen. Und sie hat eine Hand zu essen bekommen. Eine Hand, Leute. Also ich hätte mir aus der Hand den Skelettschlüssel gebastelt. Naja, wisst ihr damals noch Oblivion LP? Erste Folge direkt schon das Skelettschlüssel. Das waren noch Zeiten. Als ich wirklich noch Leute geguckt haben. Chicken, ich glaube, die Hebel hätten die Knasttüren aufgemacht. Aber hey, so hatte ich wenigstens ein bisschen Schlossknackerfahrung. Ja, du hast den Weg. Jawohl. Wozu die Eile? Du bist mir schon wieder im Weg. Du bist immer im Weg. Du bist... Naja... Es gibt schlimmere Begleiter, sag ich mal so. Und keine Sorge, wir werden diese Begleitung auch noch kennenlernen. Oh, ich freue mich ja jetzt schon drauf. Thanos Wähler. Was? Thanos ist mein Begleiter? Ich wünschte, Sanguin wäre mein Begleiter. Hätten wir immer was zu lachen.
Ja, jetzt hätten wir auch was zu lachen gehabt. Ja, Triple Triple. Ne, hier sind die männlichen... Ach, die männlichen Vampire wurden alle getötet von euch. Die weiblichen habt ihr im Leben gelassen. Für irgendwelche... Keine Ahnung. Sprechen wir es mal nicht aus. Dafür ist es noch zu früh. In-game sowie out-game. Sorry, Leute. Aber ich muss warten, bis die kleinen Kinder im Bett sind. Nikasito, bist du auch eine Vampirgewiese? Nein, denn du hast keine Vampirstoff dabei gehabt. Mythen über Sheo Gorath. Aber verfolgst du mich irgendwo hin, Sheo? Hä? Mythen über dich selber, Erdkön. Was sind denn so die Mythen über mich? Was sind denn so die Mythen? Was kann ich tun, um ihr Leben interessanter zu machen? Ich weiß es nicht. Mir Spiele in die Hand drücken, wo ich dann irgendwelchen Quatsch gestalte. Und wir müssen doch nicht mal ein Quatsch sein, um Quatsch machen. Hast du mich durch? So viel dazu. So viel dazu. Du musst einfach nur ein eingestürzter Gang. Hier an Azumi Faker friss. Friss. Friss, friss, friss. Friss, 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 friss. Eine Wirbelsäule. Nehme meine Axt. Da kommen interessante Hunde. Was war das? Kryptoman. Bitte, bitte, lasst mich hier raus. Ihr müsst mich hier rauslassen. Sie werden mir etwas Furchtbares antun. Da ist dieser Hebel, genau in der Mitte. Macht schnell. Kryptoman. Elektro oder? Ach, keine Ahnung. Soll ich ihn jetzt schon rauslassen? Führt der Gang überhaupt hin? Noch weiter tiefer runter. Und es beginnt. Noch einmal. Was? Ist da jemand? Nö, nee, Kryptoman scheint Eis zu sein. Joll! Raste nicht aus! Wie hast denn du jetzt ihre Leiche gerichtet? Wobei, wenn es hier weiter reingeht... Boah! Was treiben die hier für Spielchen? Komm, von so Büchchen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Kein Problem. Die Schuhe hat sich schwer belastet. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Kann ich irgendwas andrehen? Trag das mal für mich. Lederstreifen, Smaragd, Ziegenfell. Die Bücher, die ich immer noch nicht verkauft habe. Das Amulett von Kydaret. Das reimt sich. Yay, yay. Alles klar. Gehen wir. Na, ja, gehen wir. Wohin gehen wir denn? Ich weiß es nicht. Sag ich mir doch. Sag ich mir doch.
Hier gibt es keinen Vampir. Hier gibt es wieder Vampire. So viele Vampire. Zwergenfall. Ich höre immer noch die Hunde heulen. Hey, Joko, das ist ein Wölfe. Ach, Wölfe stammen doch eh von den Hunden, aber so höre ich die Hunde heulen.